Das hier sind etwa 4 Kilometer zum Rathaus Neukölln und das hier auch etwa 5 Kilometer nach Friedrichshain. Ich bin André und seit etwa 5 Jahren hier bei Freifunk in Berlin. Freifunk ist ein Gemeinschaftsnetzwerk, bei dem im Prinzip jeder und jede mitmachen kann. Einfach ein Stück Internet, das man selber mitbaut und das aber auch funktionieren würde, wenn das Internet abgeschaltet werden würde, zensiert werden würde. Ich heiße Philipp, ich bin ein Freifunker in Berlin. Das ist einfach eine hohe Kirche, eine der höchsten in Neukölln. Und die nutzen wir halt, um Freifunkrouter aufzustellen. Das sind einmal Router für die Versorgung der Umgebung. Die sehen wir hier in diesen runden Fenstern. Und wenn man jetzt an diesem Netzwerk teilnehmen will, dann kann man sich zum Beispiel an eine dieser Antennen verbinden. Entweder einfach mit seinem Handy oder mit einem speziellen Router. Und kann dann so Teil des Netzwerks werden. Jeder kann mitmachen bei dem Netz. Das heißt, jeder kann es benutzen und jeder kann das Netz erweitern, wenn er möchte. Ich bin Maria und ich bin Freifunkerin in Berlin. Das ist unser Wohnzimmerrouter. Den haben wir als allererstes aufgehangen. Und der funkt in den Hinterhof und zu den Nachbarn, die da hinten in den Häusern wohnen. Hier haben wir den Outdoor-Router. Der hängt die ganze Zeit hier draußen bei Wind und Wetter und Sonnenschein. Und der funkt zum Rathaus Neukölln da hinten. Das ist unsere Anbindung an das Freifunknetz in Berlin. Wir können dadurch andere Server und Menschen im Freifunknetz erreichen und andere Menschen können über uns dann ins Internet. Man hat hier in Berlin etwa 600 Router und die werden von Privatpersonen betrieben. Also bei Freifunk gibt es keine zentrale Einheit, die irgendwie sagen könnte, wir bauen jetzt mal das ganze Viertel komplett aus. Fürs Internet wünsche ich mir, dass andere Leute auch die Idee von Freifunk ein bisschen aufgreifen und wieder Dezentralität herstellen im Internet, so wie es eigentlich auch gedacht war. Das Internet ist eben eigentlich nicht konzipiert als ein Netzwerk von ein paar großen Anbietern, sondern eben von vielen kleinen. Und das möchte ich mir auch für die Zukunft wünschen, dass da eben diese Idee von Freifunk weiterhilft.